Herzlich willkommen zum Sonntagsimpuls aus St. Augustinus Magdeburg, der Pfarrei und zugleich Studentengemeinde am Weltmissionssonntag 2020. Neben mir steht heute Raphael Walde vor einigen Requisiten aus Ghana, die mir den Anlass geben, ihn zu fragen, was soll das eigentlich? Ja, das liegt daran, dass ich 2014 die Gelegenheit hatte, unsere Partnergemeinde Mamboy mitzubesuchen. Da wurden wir mit Trommeln und Tanz empfangen. Aber wir haben nicht nur unsere Partnergemeinde besucht, sondern haben das ganze Land kennengelernt und die Leute. Und uns wurde dann tatsächlich auch hier eine Skulptur noch überreicht. Ja, und auf diese Skulptur möchte ich kurz zu sprechen kommen. Sie zeigt zwei Personen, offensichtlich einen Dunkel- und einen Hellhäutigen, und soll stehen für die Partnerschaft zwischen Deutschland und Ghana. Bemerkenswert ist, wie die weiße Skulptur hergestellt wurde. Das Ganze war ursprünglich dunkel überzogen, aber von der normalen Oberfläche hat man für den Weißen die Haut gewissermaßen herausgearbeitet aus dem normalen Holzton. Das könnte ein Bild dafür sein, dass ein Perspektivwechsel dort stattgefunden hat. Die anderen sehen uns anders als normal, nicht nur wir sie. Es wäre vielleicht wichtig, gerade in der derzeit herrschenden Diskriminierungsdebatte, solch einen Perspektivwandel mit einzubeziehen, zu wechseln, auch einmal in die Perspektive des anderen, wie wir ihn sehen oder eben in der Kunst darstellen. Das passt gut zum heutigen Sonntagsevangelium. Jesus lädt uns im Gebot der Nächstenliebe auch zu einem Perspektivwechsel ein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du an ihn denkst, überlege, wie du an seiner Stelle fühlen, handeln, empfinden würdest. Das ist eine Maxime, die unser Zusammenleben auf der ganzen Welt besser und gelingender machen kann, die Perspektive auch des anderen einzunehmen. Das wäre doch etwas für den Frieden und die Gerechtigkeit auf der Welt. In diesem Sinne segne und behüte sie der allmächtige Gott, der alle Menschen gleichermaßen liebt, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.